Irgendwann, wohl nicht viel später, hocke ich auf der Gehmauer, warte, bis der nächste Krampf das Blut in meinen leeren Kopf treibt, saure Galle in den Mund. Gleich neben mir kniet sie, den Bub an ihre weiße Brust gedrückt. Sie kniet in einer Wasserlache, die nach allen Seiten ausläuft. Wind kommt auf, es fallen Tropfen, Wetterleuchten überm See. Ein Hund läuft her, ein Herr mit Stock, dann finden sich die Gaffer ein. Der Hund bellt los, der Herr beruhigt ihn, manche zücken Telefone. Wolken platzen, Schirme springen auf, die Leute rennen weg. Die Sturmleuchte beginnt zu blitzen, Donner folgt eine Sirene, Streiflicht färbt den Regen blau, die Ambulanz biegt auf den Geh, drei Sanitäter stürmen raus, versuchen Frau und Kind zu trennen, schaffen es nur mit Gewalt. Dann stürzen sie sich auf den Bub, der eine drückt, der andere bläst, der dritte reißt ein Set aus Plastikröhren aus der Notfallbox. Sie reden kaum, hantieren still, die Gaffer drängen sich nach vorn, der Hund dreht seine Runden, schnüffelt und sein Herr klopft mit dem Gehstock an seinen Mephisto-Schuh. Die Sanitäter stehen auf, die Gaffer werden abgewiesen, Absperrband wird ausgerollt, zwei Streifenwagen fahren vor. Sie kniet noch immer neben mir, allein in dieser Wasserlache. Eine Polizistin eilt zu ihr, ein Polizist zum Kind. Der alte Herr hinkt weg, winkt seinen Hund zu sich, gibt ihm drei Klapse. Mir wird schwarz, das Kind ist tot. Jetzt hat man im Vorfeld ja einiges lesen können über dein Buch. Es gab schon einige Besprechungen und du bist auch ziemlich gut mit Social Media. Das heißt, es hat sich so ein bisschen herumgesprochen, dass du dieses Buch geträumt hast. Also das heißt, ich kann dich jetzt nicht fragen, wie kommst du darauf, so eine grauenhafte Geschichte zu erzählen. Ist das wirklich so? Das ist so, geträumt? Ja. Ja, das ist so. Allerdings funktioniert ein Traum anders als eine Geschichte, wie wir sie im richtigen Leben erleben. Das heißt, da fließt vieles ineinander. Es gibt Sachen, die parallel passieren. Es gibt keine wirkliche Chronologie. Ich habe das alles geträumt, der ganze Plot, das Grundgerüst mit diesen zwei Spielorten sozusagen. Das war da nach diesem Traum. Aber ich musste das dann ausarbeiten zu einer Geschichte, die man lesen kann und die einen Sinn ergibt von der ersten bis zur hoffentlich letzten Seite. Das ist jetzt ein bisschen persönlich als Frage, also, dass du diesen Jungen umgebracht hast. Ja. Deshalb habe ich es dann auch in der... Es war nicht lustig. Ein grauenhafter Albtraum. Deshalb habe ich es dann auch in der Ich-Person geschrieben. Habe das zuerst anders versucht. Man scheut ein bisschen davor zurück vor dieser Perspektive, aber es hat einfach keinen Sinn gemacht anders. Aber es ist ja schon interessant, ich habe schon einige Autoren gehört, die sagen, ja, ich träume immer Sachen und versuche die dann in meine Texte reinzubringen, aber das funktioniert eigentlich nicht. Und du bist jetzt der Erste, der wirklich offenbar recht plotlastig auch träumt, bei dem das funktioniert. Eben hast du ja gesagt, den Traum dann in einen Text zu verwandeln, das braucht ziemlich viel. Es gibt ja einen Schauplatz und jetzt als Schweizer Leserin weiß man, aha, das ist Luzern, weil es gibt einen Berg, der heißt Pontius. Und das ist alles so ein bisschen verfremdet, aber man kommt gut drauf, dass es hier spielt. Welche Rolle hat das für dich gespielt, dieser Schauplatz? Also später spielt ja dann auch das Redui eine Rolle. Also es ist schon wichtig, dass es in der Schweiz ist. Mhm. Es gibt zwei Aspekte. Also einerseits, der eine ist einfach Bequemlichkeit. Das ist die Gegend, die ich kenne. Und ich wollte die nicht eins zu eins beschreiben. Der andere Aspekt ist, dass die Landschaft, die sehr schroff ist, insbesondere dieser Berg, der im Buch vorkommt, dass die halt tatsächlich sich für diese Art von Geschichte anbietet. Was dir ja gelingt, ist, dass die Spannung vom ersten Satz an da ist, aber dass du dann trotzdem dazwischen ganz viel in einer sehr bildhaften Sprache, in vielen Dialogen rüberbringst. Auch die Figuren sind ja, über die reden wir dann gleich noch, die sind ja sehr bunt. Da würde mich aber noch etwas anderes interessieren, und zwar der Ton. Das Buch hat ja ein ganz, eben man merkt auch, es ist ein sehr eigener Ton, also da sieht man jetzt keine Einflüsse, das war wahrscheinlich, hat funktioniert, dass du nicht so viel anderes gelesen hast. Das sind zum Teil, ist es so die mündliche Art zu reden, die bei Sebi auch recht speziell ist.
zum Teil ist es auch dieses so traumhaft bildhafte Beschreiben. Da würde mich interessieren, wie du das gemacht hast. Also hast du dir das selber vorgelesen? Kommst du da in einen Groove rein, wenn du schreibst? Ja, Groove klingt sehr gut. Das könnte man sich mal da reinstürzen und wäre dann da drin und dann dreht es einfach. Aber in Tat und Wahrheit war es ein bisschen schwieriger. Ich habe versucht, das Buch so zu schreiben, dass eine Sogwirkung entsteht, wie man sie erlebt, wenn man etwas träumt. Insbesondere, wenn man einen Albtraum hat. Dass man das Gefühl hat, man kommt nicht mehr raus. Eines folgt dem anderen und man kann es nicht ändern. Es läuft so ab, wie es abläuft. Und man kommt auch nicht raus, bevor es fertig ist. Diese Wirkung habe ich versucht zu erzeugen. Ob das gelungen ist, weiß ich selbst nicht. Aber das war mindestens das Ziel. Und um das zu erreichen, habe ich irgendwann angefangen, sehr stark auf den Textrhythmus zu achten. Und wenn man das mal anfängt und eine Lust auch daran entwickelt, dann kann man nicht mehr aufhören, dann wird es immer schlimmer. Und das führt dann so weit, dass wenn man eine einzelne Silbe ändert in irgendeinem Wort, dann wirkt sich das nicht nur auf dieses Wort aus, logischerweise, sondern auch auf den ganzen Satzrhythmus. Und dieser Satzrhythmus hat wieder eine Auswirkung darauf, wie man den nächsten Satz beginnt. Und noch schlimmer, er wirkt auch zurück, weil alles, was vorher kommt, wenn man etwas geändert hat, muss ja wieder auf diese Stelle hinführen. Das heißt, man muss eigentlich den ganzen Abschnitt unter Umständen komplett umschreiben, nur weil man irgendwo eine Silbe eingefügt hat. Das kann relativ aufwendig sein. Aber es hat sich jedenfalls gelohnt. Ich bin hier, wo wir jetzt sitzen, da bin ich wirklich ziemlich oft geschwommen bzw. getaucht. Die Wasseroberfläche war ja da oben. Mhm. Und ich bin da zweimal pro Woche mindestens hier schwimmen gegangen. Und deshalb ist es schon ziemlich komisch, jetzt hier zu sitzen. Ich kann mich auch erinnern, wie ich damals, weil ich ja die Idee für das Buch damals schon hatte, ab und zu hier runtergetaucht bin, also auf den Boden, sozusagen den Boden zu berühren und hier einen Moment zu bleiben oder solange es ging, um mich ein bisschen besser einfühlen zu können in dieses Gefühl, wenn man ertrinkt. Und ist das gelungen? Das müssen jetzt alle beurteilen, die diese Szenen im Buch lesen. Man kann sich sicher besser vorstellen, wenn man selbst ein bisschen unter Wasser war. Nein, aus zwei Gründen nicht. Erstens hat er mir relativ gut gepasst. Er hatte einfach viele, viele Lücken noch, die ich noch füllen konnte. Es ist nicht so, dass das bis ins Detail fix fertig alles war. So einfach war es dann doch nicht. Und gleichzeitig war es eben auch wirklich eine willkommene, es war so ein bisschen, hat sich angefühlt wie eine Auftragsarbeit. Ich konnte einfach sagen, ja gut, das war jetzt der Traum und meine Aufgabe ist jetzt, den aufzuschreiben. Das nimmt einem ein bisschen den Druck auch, vor allem wenn man das zum ersten Mal macht. Deshalb habe ich das nie überlegt. Aber ich werde garantiert sicher nicht nochmal ein Buch schreiben, das auf einem Traum beruht. Ja, die waren allerdings nicht annähernd so interessant. Also mir passiert das auch sehr selten. Und immer dann, es geht wahrscheinlich allen Leuten so. Am meisten träumt man, wenn man gestresst ist und sehr viel anderes im Kopf hat und halt tagsüber nicht dazu kommt, das zu verarbeiten. Hast du denn ein System, die Träume zu notieren oder so? Nein, ich habe das auch nicht regelmäßig gemacht. Ich habe das damals gemacht, habe das noch bei zwei, drei anderen Gelegenheiten gemacht, aber überhaupt nicht systematisch. Man muss einfach froh sein um alles, was noch da ist am Morgen und dann möglichst schnell, also ohne Rücksicht auf irgendwelche, um Stilistik geht es dann noch nicht. Es geht dann wirklich darum, einfach halt möglichst schnell, solange das noch halbwegs im Kopf ist, das irgendwie in Worte zu fassen. Hast du denn schon ein neues Buchprojekt ohne Träume? Ja, also die Idee für das nächste Buch, die gibt es. Die steht ziemlich solid eigentlich schon, hat aber nichts mit einem Traum zu tun. Das ist eine Doppelgängergeschichte, wird das werden. Mhm.
wo jemand das Leben einer anderen Person, das ist eine Frau, die Hauptperson, die gerne das Leben einer anderen Person hätte und sich dieses Leben dann auch holt. Und die Idee ist mir nicht im Traum gekommen, sondern als ich durch die Stadt gegangen bin und ein Plakat gesehen habe einer Sängerin, einer Künstlerin, die ausgesehen hat wie jemand, die ich kenne. Das klingt auch wieder nach einer sehr spannenden Geschichte. Das Buch übrigens ist im Verlag Nagel und Kimche erschienen. Sie sehen, es hat ein wunderschönes Cover. Und ich hoffe, dass Sie das jetzt alle auch kaufen werden. Nico Stolfberg wird auch signieren. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für die Lesung und für das Gespräch. Und ich bedanke mich auch bei Vera Schnieder für die Musik. Da ist sie noch. Und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und fürs Mitdiskutieren und wünsche allen noch einen schönen Abend. Was soll ich jetzt wieder machen? Oh, Instagram, genau. Ich bin dort. Ich bin hier.